Aber jetzt bitte ich mal Klaus auf die Bühne. Klaus hat auch einen Teil an diesem Spielfilm. Ich muss es erwähnen, also das habt ihr nicht gesehen. Du warst etwa 0,1 Sekunde auch im Film drin als Schauspieler. Und zwar beim Bombenanschlag. Ist er mit seiner Frau geflohen und vermutlich gestürzt. Hä? Nein, Spaß beiseite, er ist gestern gestürzt, gell? Oder hast du die Treppe runtergefallen? Also das war nicht bei uns beim Film, da hatten wir glücklicherweise keine Unfälle. Aber du bist jetzt da und er bringt jetzt noch etwas auf den Punkt, was einfach auch sehr wichtig ist. Wir haben in diesem Spielfilm, oder Ivo hat sehr wichtige Informationen darin verarbeitet, was das Terrormanagement betrifft. Und Klaus hat sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Er hat eine Grundlage mitgeholfen, dass auch solche Fakten zusammengekommen sind. Und du stellst uns noch kurz ein bisschen was vor, wie das, zu wem dass das gekommen ist und auch was wir für Produkte zu diesem Thema mitgebracht haben. Ja. Bitte Klaus, wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Also ich habe 2016 eine Broschüre verfasst mit dem Titel Terroranschläge unter der Lupe. Und ich wollte euch einfach mal ganz kurz reinnehmen, was mich da auch innerlich bewegt hat. Es war im Juli 2016, da waren mehrere Terroranschläge, ich glaube in 12 Tagen 5 Terroranschläge, ganz kurz hintereinander, sogar gar nicht weit weg, wo ich wohne. Es war für mich was ganz Neues. Und dem Menschen geht es ja auch so, man ist dann kurz schockiert, aber irgendwie geht man dann wieder in den Alltag über. Und mir war es dann einfach ein Anliegen, dass ich gedacht, man müsste mal irgendwie diese ganze Terroranschläge in ihrer Gesamtheit untersuchen, dass es nicht irgendwie wieder vorbei ist, sondern dass man wirklich ein Gesamtbild von dem Ganzen bekommt. Und mir war es dann das Anliegen auf dem Herzen, diese Informationen müssen unters Volk. Es muss zu einem ganz normalen Bürger muss es kommen. Das, was die Mainstream-Medien ganz oft vertuschen, was unter den Teppich gekehrt wird, dass das ans Licht kommt, dass es zur breiten Bevölkerung kommt. Und ich habe mich dann aufgemacht und habe einfach dann sehr viele Stunden dort auch recherchiert. Ich dachte, ich weiß schon alles, aber es hat für mich selber dann auch ein ganz neues Bild gegeben. Und dann bin ich auf diese Terrormuster gestoßen. Und ihr habt jetzt auch im Film zum Beispiel mit den Ausweisen. Ich wollte jetzt einfach mal in die Menge fragen, wer von euch hat denn schon einmal in seinem Leben seinen Ausweis verloren? Also aber ihr seht, es sind relativ wenige Hände. Ich spare mir jetzt die Frage, wem es schon zweimal passiert ist. Und dann stelle ich fest, ich untersuche 5 Terroranschläge und 4 von 5 werden Ausweise gefunden. Und das ist dann eigentlich der Beweis, dass das der Täter war. Und man könnte noch viele andere vom Inhalt her, möchte jetzt gerade näher darauf eingehen, die Broschüre liegt auf dem Büchertisch aus und wir haben sehr viele, ihr dürft gern mehrere Exemplare mitnehmen und dürft es einfach mal selber studieren. Aber was für mich das Fazit war, Ungereimtheit über Ungereimtheit und bei jedem Terroranschlag. Dass ich dann irgendwann merke, das ist für mich wie eine Seifenblase, wenn du eine Nadel nimmst und stichst da rein, dann platzt die. Also es ist so dünn irgendwie alles aufgebaut, man merkt eigentlich jedes kleine Kind. Ich halte manchmal Vorträge, es versteht jeder normale Bürger, hier stimmt irgendwas nicht. Und deshalb habe ich gemerkt, diese Broschüre ist wie ein Same. Und ich habe euch was mitgebracht, ich muss mal in meiner Tasche. Vielleicht kann die Technik mal das Bild einblenden. Und ganz klein, man wird es kaum sehen. Das sind Samen von Apfelkerne. Da habe ich mal einen dabei, ganz klein. Und was wird aus diesem, was kann daraus entstehen aus diesem Samen? Vielleicht könnt ihr mal das Bild von der Technik einblenden. Ein riesiger Baum, ein riesiger Apfelbaum mit Äpfeln dran durch einen einzigen Samen. Es ist unbegreiflich, was dadurch entstehen kann. Und das ist für mich auch das, was ich spüre. Das möchte ich einfach damit sagen, in dieser Broschüre ist wirklich ein Potenzial drin, das unters Volk zu bringen, dass es wirklich unters Volk kommt, dass diese Informationen zu den Menschen kommen. Und ich gebe es natürlich persönlich auch weiter. Und es war dann mal interessant,
Ich habe einem Arbeitskollege von mir die Broschüre gegeben. Und er liest es und gibt es dann gleich seinem Schwiegervater weiter. Und den treffe ich dann mal beim Einkaufen. Und das war kurz nach dem Anschlag in Berlin. Und dann sagt er zu mir: Klaus, vielen Dank, dass du die Broschüre geschrieben hast. Also da ist mir das jetzt richtig alles aufgegangen. Und kannst du mir 5 Broschüre geben? Ich möchte die weitergeben. Ich möchte die andere weitergeben. Und jetzt verstehe ich eigentlich, was da wirklich abläuft. Und das war für mich einfach auch, wo ich merke, sie geben es auch wieder weiter. Und das ist für mich die Vision, die ich eigentlich heute weitergeben möchte, um was mir geht, dass wir diese Weiterverbreitung, im Klagemauer TV sagen wir dann immer, Weiterverbreitung ist der einzige Lohn, was wir haben, dass wir es weitergeben, dass es unters Volk kommt. Und dieses Ausstreuen, dieses Säen, wenn ich nicht einen Samen ausstreue, ernte ich nichts. Ja? Und ich bin von Beruf Molkereimeister. Arbeite in der Molkerei und wir stellen sehr viel Joghurt her. Und auch größere Tanks, ich sage mal mit 10.000 Liter. Und auf diese 10.000 Liter kommen dann ein paar Gramm Joghurtkultur rein. Und man denkt am Anfang, wie soll das jetzt irgendwie dick werden? Und dann passiert auch mehr, mal vielleicht 2-3 Stunden überhaupt nichts. Aber nach 5 Stunden oder 6 Stunden etwa sind die ganzen 10.000 Liter Milch dick gelegt. Und das ist für mich so einfach diese Vision, man sieht am Anfang noch nichts. Oder man denkt, ja, was nützt das, wenn ich jetzt mal eine Broschüre weitergebe? Aber ich merke, wenn diese Weiterverbreitung, wenn das mal eine Multiplikation annimmt, ich habe die Vision, dass wir ganze Völker durchsäuern können, wie der Joghurt durchsäuert wird, dass wir ganze Völker damit erreichen können. Und mir geht es immer schwer im Herz, wenn Menschen eigentlich die Informationen, die ihnen eigentlich zustehen, wenn es ihnen verweigert wird. Und sie bekommen es eben nur durch uns. Es gibt nur diesen Weg einfach über uns. Und deswegen haben wir dieses Mal speziell einen extra Tisch gemacht, am Büchertisch, wo wir auch gerade so, also Hintergrundinformationen zum Film, auch dieses Thema, wo diese Broschüre ausgelegt ist, wo auch eine DVD noch ausgelegt ist, vielleicht könnt ihr die auch noch kurz einblenden, mit den, also zu den verschiedenen Terroranschlägen, Sendungen von KlarTV, wo man sich auch mal ein bisschen näher damit befassen kann. Und wir haben diesmal von diesen Themen sehr viel Material ausgelegt und ihr dürft gerne mitnehmen und dürft auch viel mitnehmen. Ihr dürft eure Tasche diesmal stopfen, wir haben glaube ich einige tausend Broschüre da, wo ihr gerne auch zum Streuen wirklich in dieser Vision mehr Material mitnehmen, nur nicht nur für den Eigenbedarf. Und, aber wir sehen es ein bisschen so als Starterkick auch in dieser Vision von der Weiterverbreitung, dass wir, möchte auch speziell auch Werbung machen, wir haben auch immer wieder Praxistage, auch also in eurer Nähe irgendwo, wo wir uns treffen, wo wir diese Broschüre herstellen, wo wir wieder merken, also vereint oder miteinander geht es einfach besser. Und das ist echt eine ganz coole Sache, wenn man an diesen Praxistagen miteinander Broschüre herstellen darf, DVDs kopieren darf und die dann unters Volk bringen. Und ich wollte am Schluss noch einfach, der Titel vom Film heißt der 4-1 geht's besser. Und mir war so, gerade auch in dieser Vision von der Weiterverbreitung, 1001 geht's noch besser. Ja, also vielen Dank.